Nein, ich weiß nicht. Auch zum Kotzen. Ja, tschüss. Hälfte des Lebens. Oh Mann. Das tut dir Arsch weh. Oh. Habe ich mich gerade voll erschrocken. Habt ihr gerade gesehen? Alter, da packen die eine Leiche in den Schrank. Der war gut. Hier ist eigentlich ein cooler Zeitpunkt, um auszumachen, aber ich will nicht ausmachen. Ausmachen ist scheiße. Ah. Super. Ein Verkaufsautomat. Ja, wir haben wieder einen neuen Autohacker. U-Invent. Suche im Arbeitsbereich. Suche im Hitzeverlustmonitor nach Pablos Arbeitsbereich. Ja komm, der ist doch hier unten. Danke, dass du mir das Ziel wiederholst. Ups. Ich drücke mal auf B statt V. Ne. Willkommen im Zirkus der... Halt's Maul. Wir kommen auch so aus. Müssen wir. Das sind zwei. Oder? Ja. Das sind zwei. Und elektrisieren. Dann würde ich sagen, mit Panzerkugeln niederschießen. Cool. Sparsamer als ich dachte. Hier geht's in einen weiteren Arbeitsbereich und der ist gut gesichert damit. Please for everything and everything in its place. Keine Ahnung. Ach, a place for. Ah. Das Gerät ist so gut wie fertig. Ryan Splicer schaffen gerade die junge Frau weg. Sicher ist sie eine von Ryans Spionen, hergeschickt, um mich auszuhorchen. Ich glaube es jedenfalls. Falls ich mich täusche, endet ein unschuldiges Mädchen an Ryans blutiger Trophäenwand. Falls ich recht habe, naja, ich hoffe mal, ich habe recht. Das Gerät ist so gut wie fertig. Ich kann mir jetzt keine Gefühlsduseleien leisten. Bloß das nicht. Mir scheint, Fontaine kam sein eigener Untergang gar nicht so ungelegen. Am Silvesterabend kamen seine erbärmlichen Splicer aus den Armenhäusern geströmt und haben buchstäblich die Stadt gestürmt. Die Toten verfaulen auf der Straße und die Einwohner tun alles, um sich Plasmide zu besorgen. Sie wollen nur noch eins, sich das Gesindel vom Hals halten. Hätten wir das nicht gerade eben gehört? Egal. Oh, da unten will ich hin. Wie komme ich dann dort hin? Ah, okay. Hier ist irgendwo ein Luftschacht. Ah. Cool. Wartungscode beim Markt. Der Markt? Ich habe herausgefunden, was die Röhren blockiert hat. Und du errätst nie, wo ich gelandet bin. Auf dem verdammten Farmers Market am anderen Ende von Rapture.
Ich habe alles repariert und neue Dichtungen installiert. War eine ganz schöne Sauerei. Naja, egal. Der Code ist 0512. Für den Fall, dass du da mal rein musst, um was zu reparieren. Muss ich jetzt in den Markt wieder, oder was? Jetzt sag nicht, ich kann wieder in den Markt irgendwo rein. Jetzt, wo ich kurz am Ziel bin, soll ich nochmal zurück zum Tauchkugel, um jetzt nochmal schnell in den Marketplace oder ins Farmer Market zu gehen. Oder ist das hier der Code? 0512? Hm. 051. So. Falscher Code. Gut. Ich habe herausgefunden, was die Röhren blockiert hat, und du errätst nie, wo ich gelandet bin. Auf dem verdammten Farmers Market am anderen Ende von Rapture. Ich habe alles repariert und neue Dichtungen installiert. War eine ganz schöne Sauerei. Naja, egal. Der Code ist 0512. Für den Fall, dass du da mal rein musst, um was zu reparieren. Sag mal. Mit den richtigen Dingen kann ich auch nichts machen. Oh. Mach mich doch kille. Hack ich halt eben die verdammte Tür. Nö, ist nicht übertrieben mit dem Fall, ne? Für so leicht durchschaubar hältst du mich, Alter. Oh ne, schon wieder das Elite. Na toll, 91 Tage. 4 Unfälle, letzten und 2 diesen. Aber war ich hier schon? Nö. Ich bevorzuge doch langsame Expansion und nicht sofortige. Ja, Fallen. Ich hab hier Fallen. Nein. Ey, so geht's auch. So, das hier muss weg. Ich sagte, das hier muss weg. Und den hier. Komm mal bitte her. Und nochmal. Ah, weg ist er. Oh Mann, die Fallen. Wo ist der nächste? Da hinten. Den weg. Da oben hängt noch irgendeiner quer durch diesen ganzen Teil. Uah. Voll reingetappt. Siehst du, hat es doch noch geklappt. Ja, ja, ja. Der weg. Ist auch weg. Alter, das sind Fallen ohne Ende. Ach, da hat er Strom gekriegt dadurch. Ah, okay, war also berechtigt. Oh, ein interessanter Schalter. Könnte ja vielleicht sogar da hinten was aufmachen. Fehlen aufgestellt. Stell dir den Willen vor, den man braucht, um so einen Ort zu erschaffen. Was hast du gebaut? Nichts. Du kannst nur plündern und zerstören. Du bist kein Mensch. Nö, ich bin kein Mensch. Ich bin ein Android. Und mein Name ist Data. Er baut von Dr. Noonien zu. Ey, das sieht ja geil aus hier.
Die Kette, keine Ahnung. Fließt Blut auf den Straßen? Gewiss. Jo. Haben einige beschlossen, sich durch unvorsichtiges Splicen selbst zu vernichten? Zweifellos. Aber ich werde keine Verordnung herausgeben, ich werde kein Gesetz erlassen. Die große Macht, die große Kette der Schöpfung bewegt sich langsam, aber dafür weise und umsichtig. Unsere Ungeduld öffnet dem Parasiten Tür und Tor. Und wenn man ihn erstmal hereingelassen hat, wird er nicht mehr aufhören, die Stadt von innen aufzufressen. Nitroglycerin, wofür immer ich das auch brauche. Eine Hypospritze. Und was Geiles. Hochspannungsbogen. Bruchwahrscheinlichkeit. Das ist teilweise schon heftig hier. Feuergeschwindigkeit erhöhen. Das heißt, statt mache ich. Weil das ist ja eigentlich irrelevant. Ich nehme mal die Rückstoßverringerung, weil ich den höchstwahrscheinlich am ehesten verwenden werde, dieses Maschinengewehr, auch zum Ende hin. Deswegen könnte mich das dann auch doch etwas bringen. Cool. Sieht auch cool aus jetzt. Fast wie so eine selbstgebastelte Kanone. Speichern. Oh Mann, ich will noch nicht aufhören, aber... Ich muss. Das geht nicht anders. Mittlerweile nur 24. Wenn ich jetzt noch ein bisschen länger mache, habe ich 1,5 Stunden durch. Ich habe jetzt schon über 1 Stunde aufgenommen. Naja. Dann halt beim nächsten Mal. Aber wir haben immerhin doch einiges geschafft. Raus aus Fort Frolic. Rein in Hephaistos. Ich danke euch fürs Zusehen und bis dann. Thank you.